Also ich habe Psychologie studiert in München und Tübingen und dann habe ich mich mit der Hochschuldidaktik beschäftigt. Ich mache mal Hochschulunterricht sozusagen und da war ich dann ganz weit weg von kritischer Psychologie. Die kritische Psychologie habe ich in meinem Studium kennengelernt, also in den ersten Anfängen. Habe dann eigentlich nichts mehr davon gehört bis in die 80er Jahre rein. Habe dann in der Psychologieveranstaltung bei einem Pädagogen gemacht, wurde dann dort auch übernommen sozusagen von dem Pädagogen, am Pädagogischen Institut und habe dann Seminare in Psychologie machen müssen, sollen. Und in dem Moment, ich hatte mich natürlich schon immer zwischendurch informiert über die Entwicklung in der Psychologie, sie hat mir gar nicht imponiert, ich habe mich dann auch damit nicht sonderlich auseinandergesetzt. Und als ich wieder Psychologie machen musste, habe ich überlegt, ja, was könnte ich denn da machen, was wirklich irgendwas bringt. Und da habe ich mich wieder an diese Zeiten erinnert, an denen der Klaus Holzkamp mit der kritischen Psychologie angefangen hat. Ich kannte auch schon sein erstes größeres Werk zu dem Zeitpunkt, die sinnliche Erkenntnis, hieß das, ging um Wahrnehmung. Am Beispiel der Wahrnehmung wurde ja in der Psychologie oft eine neue Richtung eröffnet, wenn man sich daran erinnert, die Gestaltpsychologie zum Beispiel und so. Und dann kam die Grundlegung der Psychologie auch noch raus. Da habe ich mich schwer getan damit und habe mich dann da eingearbeitet, zusammen mit Studierenden. Und dann habe ich daran Gefallen gefunden, und zwar deswegen, weil dieses sehr schwierige Buch hat den Studenten imponiert, unter der Voraussetzung, dass sie es verstehen. Und es war sozusagen immer ein Kampf, das zu verstehen. Weil alles andere, was sie sonst in der Psychologie gehört haben, das war ziemlich leicht zu verstehen und hat sich ziemlich gedeckt mit Alltagsvorstellungen. Also man war nicht sehr verwundert über das, was man gehört hat in der Psychologie. Bei den Pädagogen war es ganz ähnlich. In dem Fall war es aber so, dass das eben nicht einfach zu verstehen war und deswegen habe ich mich sehr intensiv mit den Studenten mit auseinandergesetzt. Und es war. Ich treffe heute noch ziemlich häufig Studenten, die vor ganz langer Zeit die Grundlegung der Psychologie angefangen hatten. Und die auf die Frage, und was ist überhaupt geblieben vom Studium? Und haben sie gesagt, ja, die kritische Psychologie, dieses Buch. Weil das war erstmals, dass sie sich so einarbeiten mussten in eine komplexe Theorie. Und meine Aufgabe war dabei immer, und ich hoffentlich bei einem Vortrag wird das dann auch deutlich, meine Aufgabe war immer, den Übersetzer zu spielen sozusagen. Das, was da so kompliziert steht, möglichst so zu formulieren, dass man es versteht. Und dass man auch merkt, warum das wichtig ist. Und das versuche ich heute auch. Wenn Sie noch Fragen haben, dann fange ich an. Also subjektwissenschaftliche Forschung, mitforschen statt beforschen, darauf haben wir uns geeinigt. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie stellt man sich subjektwissenschaftliche Forschung vor? Was ist das? Wie geht die? Dann glaubt man, dass es sich um eine spezifische Herangehensweise handelt, an die Forschung. Und zwar, im Idealfall sieht diese Vorstellung dann so aus, dass es da ein Subjekt gibt, deswegen heißt es ja auch subjektwissenschaftliche Forschung, also eine Person, die wendet sich an einen Forscher mit einem Problem, das es alleine nicht lösen kann, deswegen kommt es zu dem Forscher. Der Forscher stellt sich auf den Subjektstandpunkt, das heißt, er versucht vom Standpunkt der Person aus in Kooperation eine Klärung des Problems. Und dabei ist das Subjekt, so stellt man sich das vor, mit seinem Problem von Anfang an gleichberechtigter Mitforscher. Der Forscher ist nur Unterstützer. Deswegen heißt es ja auch Mitforschen statt Beforschen. Ich möchte zeigen, dass diese Vorstellung so nicht stimmt und dass man sich das anders vorstellen muss, auf der Basis der kritischen Psychologie oder der Subjektwissenschaft, wie der Holzkamp in der letzten Phase es genannt hat.
Also diese Vorstellung geht davon aus, dass man das, was man in den Grundwerken der kritischen Psychologie gelesen hat, der ganz grundlegende Ansatz, dass man den einfach umsetzen kann in eine Forschungsmethode. Und das ist nicht der Fall. Und das soll, darf auch nicht der Fall sein, ich sage gleich warum. Wenn man die kritische Psychologie, wenn man denkt, sie hätte eine eigene Forschungsmethode, dann ist das falsch, weil die kritische Psychologie sich immer dagegen gesträubt hat, eine eigene Forschungsmethode zu entwickeln. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden, warum die kritischen Psychologen immer gesagt haben, wir machen keine eigene Therapie, weil das wäre auch eine Lösung. Wenn man sagt, also wir haben einen eigenen Ansatz, wie die Psychoanalyse, jetzt machen wir eine eigene Methode der Therapie und der Forschung. Und das ist aber kein gängiges Programm oder kein richtiges Programm, weil damit die Methode zur Definition des Ansatzes wird. Und das ist in der Psychologie üblich. Nämlich, was ist ein Psychologe, was machen Psychologen, was ist Psychologie? Psychologie ist Experimente machen und Statistik. Und wesentlich eben Experimente mit Menschen. Und damit ist sozusagen definiert, was Psychologie ist. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner in gewisser Weise. Über die Methode den Gegenstand definieren. Und das ist ja von der kritischen Psychologie von vornherein ausgeschlossen worden. Es gibt also keine Forschungsmethode der kritischen Psychologie, sondern die kritische Psychologie ist ein Programm von Kritik und Reinterpretation. Das heißt, wenn kritische Psychologen forschen wollen, oder wenn man auf der Basis der kritischen Psychologie forschen will, dann guckt man sich die Methoden an und die man brauchen kann, die werden erstmal kritisiert. Das heißt, man guckt, inwiefern haben sie Begrenzungen an diese Methoden. Inwiefern sind sie aber doch in bestimmter Weise brauchbar? Was ist daran brauchbar? Wie muss man sie um- und reinterpretieren? Das heißt, die kritische Psychologie stellt einen theoretischen Rahmen zur Verfügung. Die Methodenauswahl unterliegt dem Kriterium der Gegenstandsadäquatheit. So heißt es, das Fachwort, Gegenstandsadäquatheit. Also, die Methode muss so sein, dass sie dem Gegenstand angemessen ist. Das ist das oberste Kriterium. Wenn ich jetzt eine Methode hätte der kritischen Psychologie, dann wäre die von vornherein, hätte die das Kriterium der Gegenstandsadäquatheit verlassen, weil jeder Gegenstand ja anders ist. Alles, was ich untersuchen will, hat jeweils andere Komponenten. Ich habe andere Zugänge, andere Voraussetzungen. Die Klienten und die Leute, mit denen ich vorstelle, haben jeweils andere Vorstellungen. Interessant war für mich die letzte Phase von Klaus Holzkamp, in der er sich mit dem Konzept der Lebensführung beschäftigt hat. Das Konzept der Lebensführung hat er von einer linken Gruppe übernommen, gehe ich nicht darauf ein. In diesem Konzept zeigt, oder bei der Entwicklung dieses Konzepts zeigt er, dass die verschiedenen psychologischen Richtungen jeweils Forschungsstandardsituationen haben. Die Psychoanalyse zum Beispiel ist die Standardsituation bei Freud, die Couch sozusagen. Man ist genau auch festgelegt, wo dass der Therapeut am Kopfende ist und der an der Entfernung und so weiter sitzt. Also bis dahin geht es. Heute wird es aufgelockert, aber es ist sozusagen immer diese Zweierbeziehung, die in bestimmter Weise in einem alltagsabgehobenen Raum stattfindet. Noch extremer ist es ja bei den experimentellen Psychologen, also bei der akademischen Psychologie. 90% aller Psychologie weltweit oder so, die haben sozusagen als Grundvorstellung für die Forschung das Laborexperiment. Das ist so, auch wenn sie keins machen, wenn sie nur einen Fragebogen haben, dann begreifen sie diesen Fragebogen, die Durchführung dieses Fragebogens, wie eine Laborsituation. Und die Frage ist jetzt, gibt es eine bestimmte Forschungssituation, die man verallgemeinert als Forschungssituation der kritischen Psychologie bezeichnen kann. Auf keinen Fall darf das eine Forschungssituation sein, die abgehoben ist,